Hallöche miteinander. Es ist wieder Zeit für ein wenig Heisten. Deswegen gehen wir heute den vierten an. Und dazu begrüße ich einmal den Fjalk. Hallo? Den Beo. Halbe. Und auch den Bacon d'Orange mal wieder. Hallöchen. Ja, das Übliche. Ich werde mal wieder das Geld vorstrecken, wie so häufig. Und ja, muss ja einer machen. Oh, Ich ich mal sehe ja schick gespannt. aus. Immer Ja, noch. ich habe mich ein bisschen umgezogen im Vergleich zu damals. Ach, Eine scheiße, durch Idee. die Panzerung sieht man meine schöne Sachen nicht, die da drunter sind. Schöne Sachen. Oh, es Ja. klingelt schon wieder. Es Polizei. klopft auch jemand ganz schön Vandale. laut. Welcome. I'm so Ich sag nur glad you Cut could hier, ne? make it. Now let's go. Echt, drei Idioten auf einmal. Das Nein, würde ich nein, nicht, wir sind vier. das würde ich nicht ins Gesicht sagen. Have you met Ron? Have you? Ja. Either way, it doesn't matter. Congratulations! Huh? You all now have jobs in a startup. This is it! Juhu. Trevor Phillips Industries. Welcome aboard. Welcome aboard. I am not a drug dealer. I am not a pusher. Yeah, we're locavores, huh? Recyclers. Yeah, we think very green. We take the drugs that already exist in America and we add value to their supply chain. And that is what all of you will be doing. Now, first off, Ron, we'll be borrowing a couple bricks of cocaine from some juiced up frat boys on a yacht off the coast. Then we are gonna beat the Vagos to their supply of Molly pills. Now, our guys do pickup and trash trucks, and so are you. Then we're gonna be sneaking in to the backyard of the Lost MCs. Oh, and then we're gonna take their meds that they've stashed in something. So there we have it. We're gonna get the meds, we're gonna get the pills, we're gonna get the cocaine, or we could get the pills, the meds, the cocaine. Ah, fucking whatever! You're gonna get it! You're gonna bring it to Ron, and then we're gonna fucking get moving! Warum genau machen wir das? Darf ich den Job noch ablehnen? Nein. Was wollt ihr Oh denn zuerst no. machen? Ich würde sagen, wir fangen mit eins an, oder? Kokain vom Schiff holen? Das klingt auch nach. Kokain. Gut. Schauen wir mal, ob es überhaupt verschiedene Rollen gibt, weil letztendlich. Greift oft aus der Luft und vom Wasser gleichzeitig aus an. Das klingt so, als müsste man vielleicht. Hast du überhaupt schon. Haben wir schon das Zahlending gemacht? Nee. Nee, Nö. das können wir mal natürlich machen für weitere. Wie war nochmal der Chat? So, ich habe mal eine Zahl in den Chat geschrieben und Beo und Fjalk dürfen jetzt mir beide eine Zahl nennen. Zwischen 1 und 1 Million Zwischen oder? 1 und 100. Achso. 38.57. Das 26 war, ist der Fjalk näher dran. Das Was hat heißt, jetzt? wenn es mal irgendwas gibt, wo es verschiedene Rollen gibt, dann wirst du das zuweiten Oh dürfen. mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und warte auf den Horst. Okay, es gibt verschiedene Rollen. Hubschrauber und Boot. Ich will mich da nicht aufdrängen, aber ich sag mal, ich will auf jeden Fall im Hubschrauber sitzen. Dann kannst du dir einen dazu aussuchen, quasi. Ja. Mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Das kann ich Ähm, antworten. Ich muss ich dir das sagen, ne? geht, genau, das geht ganz einfach. Man kann einfach, also du darfst einfach frei aussuchen, wenn du im Hubschrauber haben möchtest. Und wenn du sagst, das ist der BO, dann brauchen wir nichts ändern, sonst ändern wir einfach was. Ich frage mal, wer möchte denn nicht aufs Boot? Also hätte auch kein Problem, im Hubschrauber mitzufliegen, vor allem wenn du der Pilot bist. Oh, das ist nett. Dann Dreimal. hast du dich gerade dafür auf jeden Fall qualifiziert und darfst mit mir fliegen. Ja, solange ich entscheiden darf, was ich anziehe. Oh, warte, das finde ich gut, was du da hast. Hallo, Beo. Wieso kann ich das, Hallo. bitteschön? Wieso kann ich nicht das auswählen? Was für einen Stil hast du? Ich hab Ah, Pilot. Ja. ja.
Oh, die finde ich geil, die Papiertüte, die traurige Papiertüte. Hm. Bin bereit. Aber ich bin traurig. Die meisten sind bereit. Der übliche. Der Rest kommt nicht. Nach. Ja, ich habe noch geguckt, Mensch. Ich bin die traurige Papiertüte. Ja, gut, dass du nicht auf dem Brust fährst, sonst wird sie noch nass und dann fällt die runter oder. Ja. Fuck, ja, muss stell mal vor, das hab ich bedacht. Dein Brust-Kartopé wird nass und dann kräuselt sich das und. Steig in den Hubschrauber. Kleiner Tipp. Sollten wir alle. Habt ihr nicht ein anderes Ziel vielleicht? Ja, steig in den Hubschrauber. Ich bin auch der Fahrer. Nee, und bei mir, okay, dann Beo müssen wir aussteigen. Keine Ahnung. Hier, lass uns den Weißen mal nehmen. Viel Spaß beim Fahren. Moment, ich will wie's nach vorne. Hallo? Machst du mal die Tür ja. zu? Was? Achso. Ja, guten Tag. Naja, ist ja nicht mein Auto, ne? Mein Auto! Ich fahr doch ganz hervorragend. Aber Bio, du kriegst bestimmt ein paar Teile wieder. Ach nee, warte, ist ja gar nicht Bio, das Auto ist ja das Auto vom Shadow. Das Auto, ja. Ja. Jetzt kriegst du bestimmt noch ein paar Teile wieder, die man nochmal verwerten kann. Ich meine, da du ja. vorfährst, kann ich dann Shadow also hinten rum sieht er noch ganz gut aus. Sammeln und für meinen verwenden, meinst du, oder? Ja, so ungefähr. Nachher wird dann ein hellblaues Auto draus, weil blau und weiß gemischt. Ja, oder blau-weiß gestreift oder so. Oder weiß mit blauem Dach. Ja, ja, irgend so was. Also ich glaube, wir hätten gleich fahren können. Oder müssen wir zum Boot? Wir müssen zum Boot. Warum fährst du dann denen hinterher? Weil das meine Linie so anzeigt. Weil ja. Ihr müsst in den Yachthafen, wir müssen nur zum Boot. Ja, wir müssen Boot. Mal auf. Yachthafen. Dahin. Ich hab's dir gesetzt. Ja, jetzt. Aus irgendeinem Grund habe ich nämlich auch die blaue Linie von denen gesehen. Ach so, okay. Ja, du hast vermutlich noch unsere Linie gesehen, weil du warst vorhin bei mir im Auto, als ich die gesetzt habe. Okay. Und der Beo hat mal wieder geschlafen und als Beifahrer nicht seinen Pflichten nachbekommen. Das kenne ich noch irgendwoher. Ich habe nur geguckt. Ich weiß gar nicht, sollten wir jetzt eigentlich gleichzeitig da ankommen? Oder? Ja, ich glaube schon. Also du solltest noch nicht zu dicht ran. Ja. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass wir wenigstens einen Heli haben, der irgendwie schießen kann. Ja, die Wegführung hier von dem Ding ist mal wieder seltsam. Warte mal, ich geh nochmal runter, kannst du versuchen, ob du dich an die Seite nach hinten an die auf den Türen setzen kannst, von da aus kannst du dann eigentlich rausschießen müssen. Du kannst auch sonst einfach am Strand. Ja, ja, Body, ja, gerade, genau. Oder hier, wo auch immer. Ich hätte auch gerade eben schon fast wieder E gedrückt, um auszusteigen versehen. Hätte nicht diese blöden Sportgeräte hingepackt. Ja, dann hier vorne, das passt doch. Hier ist ein Bildchen. Nehmen wir doch mal. Und du darfst runter. Fahren. Oh, Entschuldigung, okay. Ich nehme mal. Ah ne, das ist wirklich nur die Verkehrskamera, die da ist. Hallo? Steigst du mal ein? Okay. Jetzt. Dann fährst du doch. Bei mir stand der jetzt einfach nur blöd da, wo ich gesagt habe, fahr. Ja. Also, Fjalk, ich sitze auf deiner rechten Seite. Ja. Das Gute ist, dann könnt ihr dich vielleicht nicht ganz so leicht treffen. Fahrt noch nicht zu dicht hin, weil wir brauchen noch ganz kurz. Okay. Ja, ich sehe das Boot. Ja, ja. Ich sehe es auch. Gibt's mir eine Anweisung, wo ich rumfliege? Ich werde dann gleich hinten anlegen. Ich bin bereit. Ihr könnt also, denke ich mal, langsam drauf zufahren. Wir fliegen langsam drauf zu und Fjalk, du musst noch ein bisschen näher ran. Ja, wir sind fast da. Weil ich kann von hier ganz aus... kurz. Oh, ich könnte. Du sollst hinten anliegen. Ja. Ich könnte auch mit dem Scharfschützengewehr schießen. Ja. Aber das euch bringt nichts. Fjalk, du musst tiefer. Fjalk, du musst tiefer, Entschuldigung. Und fahr mal bitte so, dass wir mehr an der Rückseite sind. Als Dieb. Wie ging's nach oben? Hier ist eine Leiter. Ja, nein, ich meine wie. Ach Gott. Ich bin gerade noch ein bisschen am Schiff. Scheiße. Ups, das war die falsche Waffe. Ich versuche gerade auf dem Hinterdeck schon mal ein bisschen auszuräumen. Nein, dreh dich um, Mädchen. Ich versuche auch gerade die Leute zu treffen, die auf uns schießen. Achtung, da kommt ein zweites Boot. Oh, ich bin tot. Oh, ich habe keine Waffe.
Okay, dann, okay, ich bin auf dem Schiff. Ich bin auch drauf. Fjalk, du kannst jetzt machen, was du möchtest, weil... Ja, ich versuche hier mal... Es gibt mir Bescheid, wenn ihr auf der Höhe vom Landepad seid, dann komme ich da runter. Ich glaube, links wird was kommen. Ach, nee, der Scheiße. Eine ist noch hier oben. Hubschrauber in der Luft. Hier auf dem Stockwerk ist hier runter. Noch keiner. Ah, stimmt, feindlicher Hubschrauber. Wo ist denn der? Ich sehe den noch nicht. Ist der also unten im Maschinendeck ist jetzt alles kommt klar. Kommt von der Stadt. Ah, ich hab ihn. Oh, scheiße, der war zu dicht dran. Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss ihn mal eben anders. Ich bin tot. Ich bin schon wieder tot, ja. Okay, ich glaube da eventuell Fjalk das nächste Mal. Ja. Also wir gehen es jetzt ja gleich wieder an, denke ich mir mal, Schnellstart. Ja. Vielleicht sollten wir wirklich versuchen, den Heli schnell zu landen. Dass wir das Heli-Deck hinten freiräumen. Ja. Weil ich glaube, es wird schwer, den Typen abzuschießen, den Heli abzuschießen, wenn wir noch in der Luft sind. Also dann kriege ich den nicht. Ja, bei mir war es auch ein bisschen doof, weil ich so lange im Wasser war. Ja. Hätten wir mal den anderen Hubschrauber nicht in die Luft gesprengt. Ja. Der letzten heißt. Dann wäre alles viel einfacher. Ja. Ja, oh, stimmt, mit dem Ding da, das wäre ja. Aber okay, also hätten wir das Kokain wahrscheinlich auch in die Luft gesprengt. Ja. Beo, du darfst Bötchen fahren. Wuhu! Vielleicht, diesmal. Ja, wenn ich nicht wieder doof in der Ecke rumstehe da. Ich lasse dir diesmal Zeit. Ich bin mir halt auch nicht sicher. Na, ich muss nochmal eben aussteigen. So. Lass mich noch einsteigen. So, danke. Ich bin mir halt auch nicht sicher, Fjalk, ob ich. Welche Dose ich hier am besten benutze. Das geht nicht anders. Mach's jetzt einen auf Powerwalk. Ich glaube, ich nehme jetzt die MG, weil mit der Sniper-Waffe wird das nicht. Wenn ich das Gas gebe, fällst du runter. Nee, ich glaube, das wird schon so passen. Also nur damit ihr es nochmal wisst, wir schauen, dass wir zum Helikopterpad. Fjalk, wir sollten vielleicht versuchen, das Schiff von hinten nach vorne. Du musst ins Boot steigen, weil sonst kriegen wir den Punkt nicht. Und wir brauchen wohl, du musst gerade noch ein bisschen. Ja, du siehst ja, was passiert. Eigentlich nicht, sehen wir, dass der blaue Punkt noch nicht da ist. Okay, geht doch. Sollen wir direkt hin, oder? Ja. Fjalk, du kannst schon mal ein bisschen tiefer gehen. Wir fahren direkt durch. Wenn wir von dir schon welche Bescheid, wenn du mal, bitte noch ein bisschen seitlicher. Dass du wirklich... Dann schießt du mal. Und ein bisschen tiefer. Ich hätte mich jetzt hier so dran gestellt, weißt du? Okay, dann schauen wir mal, was beim Aussteigen passiert. Ich bleib noch kurz drin und schieße. Links um die Ecke ist noch einer. Ich glaube, den hast du. Ich laufe hier unten durch. Und ich würde sagen... Nein! Oben? Ja, ich versuche noch verzweifelt hier auszusteigen. Ach so? Okay, ich habe noch einen erwischt. Ich kümmere mich jetzt um das Oberdeck. Ah, oh, ist das hier zum Kotzen? Vielleicht, du kannst, glaube ich, langsam zum Helipad fliegen. Okay. Oh, scheiße. Und ich wurde erwischt. Dann kannst du wirklich langsam, solange sie dich nicht abschießen, das kann ich jetzt natürlich gerade nicht mehr. Aber ich sehe auf dem Helideck ist noch einer. Ja. Es kommen zwei Helikopter. Aber der ist unter mir, also hoffe ich mal, dass das jetzt so klappt. Helikopter Nummer 1 ist diesmal erledigt. Ich habe einen bei euch oben erschossen. Helikopter Nummer 2 sehe ich leider noch nicht. Also ich sehe ihn auf der... Ich habe Helikopter Nummer 2 im Visier. Ah, kacke. Ich habe auch nochmal geschossen. Ja, okay. Ich wollte runter. Wird hier gerade behakt. Scheiße, wurde auch von oben behakt. Vorsicht. Und der ist auch noch nackt. Nee, das war ich nicht. Okay, ja, ich bin jetzt auf dem Mittel links. Ja. Schaut außerdem, dass ihr eventuell gleich, wenn ihr an den grünen Punkten vorbeikommt, dass ihr das Kokain gleich mitnehmt. Ja. Draußen im Wasser ist auch noch einer. Okay, ich hab wieder einen. Hier drin werden noch ganz viele sein. Hast du das Kokain? Hinten am Dings haben wir wahrscheinlich. Ich meine, es gibt ja sonst auch noch die Höhenanzeige. Schaut, dass ihr auch nicht zu viel alleine rumlauft, sondern dass ihr euch gegenseitig Deckung geben könnt.
Oh, hallo Beo. Scheiße, das warst du. Sorry. Ja, wir können uns ja nicht gegenseitig verletzen. Hier vorne ist auch. Hast du? Angeblich ist hier direkt bei uns einer. Ich hab einen erwischt. Auf einer anderen Ebene sein. Scheiße. Bin tot. Ach, schade. Oh, ich mache ein schönes Gesicht. Ja, aber ich würde sagen, nächster Versuch. Ja, mit Folgenende, oder? Kann sich sonst nicht. Auch unten bei den Booten absetzen. Ja. Also ich würde sagen, wir machen einfach nochmal, dann ist die Episode mal ein bisschen länger. Wir müssen ja nicht immer so kurze machen. Ja, einen Versuch können wir auf jeden Fall noch dranhängen. Ja. Jack, was meinst du, wo? Ach, dass du mich unten absetzt, ja. Ja, bei den, wo die beiden auch aus dem Boot aussteigen. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, mit welcher Waffe ich da am besten, weil mit der MG habe ich gerade auch kaum Leute getroffen. Und die auf dem Boot sind halt auch nicht ganz ohne, ne? Ja. Weil ich guck mal eben kurz nach, ich vermute ja, dass ich zumindest in der Weste an habe, weil eigentlich hat man die ja standardmäßig an, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe. Ich guck mal eben einmal ganz kurz. Panzerung? Ne, ich habe eine Panzerung an. In dem Mittel-Dings, also im Mittelgeschoss, das gibt's doch nicht. Da ist auch gleich eine drin, also in diesem Bar. Dann warte ich mal kurz, bis du sitzt. Raum. Ich bin bereit. Ja, der will ich. Machen wir es halt unlogisch. So. Also ich, sobald ich abgesetzt bin, würde ich, also wir müssen uns wirklich ganz dringend natürlich auch um die Helikopter kümmern, wenn die kommen. Am besten mit zwei Leuten. Okay. Wie gesagt, und Fjark, du müsstest dann gleich wieder, genau, und noch weiter. Und noch weiter. Ja. Und noch weiter. Ja, und ein bisschen tiefer. Okay, Nummer 1 auf dem Heli-Deck habe ich. Vorne am Bug ist einer. Ja, ich kümmere mich gerade. Scheiße, okay, den kriege ich jetzt nicht. Ja, den habe ich. Ich habe hier unten schon zwei erwischt. Hier vorne auf dem Heli-Deck ist noch irgendwo einer, aber dafür müsstest du tiefer gehen, vielleicht, weil ich sehe ihn momentan nicht. Ich sehe ihn. Wunderbar, stopp. Nicht tiefer. Perfekt, und ich glaube, jetzt müsstest du landen können. Okay, Mist, da ist immer noch einer. Ja, der kommt auch durch den Durchgang vorne immer wieder welche nach. Ja, den habe ich. Gehst du unten durch? Schalk, du kannst sonst landen. Bitte? Ich hab's gerade nicht verstanden. Du kannst landen. Entweder landen, Achtung, Helikopter kommen gleich. Ja. Und runter. Fjall, kümmerst du dich um den Typen hier, weil dann schieße ich mal eben die Scheiße. Ich meinst du oben oder unten? Ist egal, ich bin. Oh, Scheiße, wurde erledigt. Ja, also wir haben kein Leben mehr. Tut mir leid. Die Helikopter, beide sind da. Ihr dürft nicht sofort reingehen, Shadow. Weil das Problem ist jetzt, ich krieg die Helikopter nicht. Okay, einen Helikopter habe ich. Mit der Axt. Die schießen ja immer von irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ich sehe die überhaupt nicht. Ja, die verschiedenen Ebenen sind so ein bisschen das Problem hier. Okay, die Helikopter sind alle weg. Ich renne jetzt mal unten raus und werde nach oben kommen. Also ich bin oben, also in der ersten Etage gleich schon durch. 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 Ja, wie gesagt, passt auf und esst zur Not zwischendurch Snacks, weil wir haben kein Leben mehr. Irgendjemand hat fucking bitch gesagt. Rechts und vorne. Ich geh nach unten, da muss auch noch irgendwo ein Häckchen sein. Oh. Das ist einer von uns. Hinter uns. Weiß aber gerade gar nicht, wie ich da hinkomme. Weil das Kokain hier leichter zu finden wäre. Das Kokain müsste. Oh Gott. Der Shadow. Ich
Ich wollte gerade durch die Tür und rennt. Wo kommt man denn weiter nach? Wo kommt man denn weiter nach oben? Ach hier. Hinten geht's wahrscheinlich. Vor allem müssen wir nach unten irgendwie. Hey, hier geht keine Treppe nach oben. Ach, das ist der Beo. Ey, immer. Das kannst du nicht machen. Geht's denn hier hoch? Hoch musst du zum Heck und da geht's dann quasi die Stufen nach oben. Okay, ich muss mal eben was essen. Gar keinen Plan, wie wir nach unten kommen. Unten ist noch was. Ja, eben. Ich versuche. Aber auch ganz oben ist auch noch was. Ja, ich gehe mal runter. Komm, von da, wo wir ausgestiegen sind, vielleicht irgendwo rein hinten. Ja, da. Ja, ganz unten ist das. Okay. Ist noch was. Das hole ich mal eben. Hinten bei mir auf dem Vorderdeck geht's dann weiter nach oben. Ah, du bist schon unten. Ja, ist der Maschinenraum. Holst du das? Ich ja, jetzt kann ruhig noch jemand dazukommen. Das ist ganz schön verwinkelt. Ich weiß nicht, ob ich alles schon schnappe. Ah doch, das ist das zweite Päckchen. Okay. Ja, lass die Frauen in Ruhe. Ich habe ein Päckchen. Okay, irgendwo oben. Ganz oben muss da irgendwo eins sein. Boah, das war pures Glück. Ich habe einfach blind geschossen. Problem ist, wir haben auch drei Bullensterne, ne? Ja. Wir haben das Ganze. Okay, ja. Wir müssen verschwinden. Würde sagen, ab in den Helikopter. Okay. Oh, Scheiße, da kommt. Aber noch nicht ein. Scheiße, ich habe außen keine Raketen mehr, um die Helikopter abzuwehren. Ich kann da nichts mehr machen. Ich mach. Oh, das war doof. Nicht so. Okay. Also, wir können nicht mehr mit dem Helikopter abhauen. Und wir haben es verkackt, weil. Das war ganz doof. Gut. Dann würde ich deswegen sagen. Geht's ja in der nächsten Episode weiter. Und ich sag schon mal, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.